getan habe. Sei es in der Wirtschaft, nicht mit Diskothek oder sonst was. Man hat es immer genehmigt, irgendwo zu spielen. Was heißt Hausverbot? Viele Menschen bekommen ein Hausverbot, weil sie sich tatsächlich daneben benehmen. Aber es gibt Menschen, die können nichts dafür. Ich habe da eine Geschichte. Am Rande! Ja? Und jetzt sage ich es Ihnen. Kommt ein Mensch daher, wo gesagt hat, der hat der Uli die Hose an und überhaupt, gell? Dann hat der auch gesagt, der ist ja zu mir am Tisch hingesessen, dann hat der auch gesagt zu mir, da sind Leute am Tisch in der Eisdiele, da hole ich mir jetzt ein Messer und bring dich um. Spinnst du, habe ich gesagt. Dann habe ich gesagt, spinnst du? Das, da ist ein Vogel. Ja, er hat gleich berührt. Er hat auch tatsächlich gefragt nach dieser Situation. Einen Nachbartisch. Dann kommt eine Kellnerin und sagt, was willst du zum Trinken? Ja, ich habe kein Geld, hat er eine gesagt. Ja, ich habe kein Geld, ich habe nichts. Und überhaupt. Gut, dann entscheide dich, da komme ich später nochmal. Später hat er mir gesagt, hat er rumgebrüllt, Scheiße, ich habe keine Heroin, ich habe keine Drogen, ich habe gar nichts mehr. Scheiße. Und da muss man was bestellen, ich habe bloß eine Flasche Cola da. Und er sagt, du musst was kaufen da drin. Das ist doch ganz logisch. Da kommt die Kellnerin wieder und hat gesagt zu mir, folgende Worte. Der Chef von der Eisdiele hat das mitbekommen, hat das mitbekommen, wie der mir eine Morddrohung gestoßen hat.